Hallo Leute und willkommen zurück zu Krastorio, meiner dritten Factorio-Serie. Und wie ihr sehen könnt, haben wir wieder etwas mehr Kohle auf dem Band. Und wenn wir schauen, wie die Produktion aussieht, dann haben wir da 550 Kohle die Minute und der Verbrauch ist wesentlich niedriger. Also das heißt, irgendwann wird sich das Ganze stauen. Allerdings haben wir hier fast auf dem ganzen Kohlefeld Förderer platziert. Das heißt, in einer der nächsten Folgen werden wir uns darum kümmern müssen, ein neues Kohlefeld anzuschließen. Wahrscheinlich das hier hinten. Ich denke, das werden wir noch nicht mit Zügen machen, denn ich bin einfach noch nicht so weit mit Infrastruktur, weil wir müssen ja auch hier den Platz schaffen, sprich das Eisenerz muss weg, das Kupfer muss weg, bevor wir hier einen Bahnhof machen können. Letztes Mal haben wir die Militärforschung gemacht. Und die braucht etwas an Holz. Drum denke ich mir, packen wir doch hier nochmals zwei von den Gewächshäusern hin. Das sollte sich einfach erledigen lassen. Denn über kurz oder lang werden wir einiges an Holz brauchen. Und so wie es aussieht, laufen wir da auch ziemlich auf dem Zahnfleisch, was Strom angeht. Kann ich da schon... Ja, ich könnte Solarpanels bauen. Ja, maximal 100 Kilowatt. Und so eine Dampfmaschine hat 750. Also das ist nicht ganz das Gleiche. Gut. Das haben wir verdoppelt. Und keine Untergrunddinger mehr. Und wir sind hier. Bisschen zu weit drinnen, dass wir die Dampfmaschinen platzieren könnten, aber ich glaube, wenn wir einfach hier dieses Band wegnehmen, dann müsste sich das ausgehen. Ja. Wasser.
Wenn wir hier anschließen. Strom. Und ich denke, wir werden Strom brauchen, denn wir haben, ich glaube, letztes Mal haben wir es geschafft, die Radare zu forschen. Und davon möchte ich heute ein paar aufstellen, so dass wir das Gebiet, wo wir Verschmutzung haben, mit Radaren abdecken. Aber Radare, die brauchen etwas Saft. Und Eisen umzubauen. Gut, ich baue die mal und dann werden wir sehen, wie wir die aufstellen. Die Radare bauen, das geht ein bisschen schneller als das meiste andere. Und ich denke, wir werden das einfach mal hier platzieren. Und wahrscheinlich brauchen wir ein paar große Strommasten mehr, um das zu verbinden. Und ich laufe einfach mal hier runter. Mit Strom. Sehen wir, das deckt doch einen ziemlich großen Kreis ab. Ich denke, wenn wir da darunter einfach nochmals ein Radar setzen, dann sollten wir ziemlich gut sein. Das so in die Hand nehmen, dann sehen wir auch, wie weit wir laufen müssen, bis wir einen Schritt dazwischen haben. Gut. Ich glaube, die Radare in Vanilla haben nicht eine so große Reichweite. Und dann machen wir hier kleine Strommasten. Sehr gut. Aber da habe ich ein paar mehr Strommasten gebraucht, als ich gedacht habe. Darum werde ich da noch Ressourcen mir besorgen, damit ich mehr Masten bauen kann, so dass wir in alle Richtungen eine schöne Abdeckung hinbekommen. Gut, dann laufen wir auch nochmal in diese Richtung. Wie ihr sehen könnt, sind da noch einige Strommasten in der Leitung zum Bauen. Ich hoffe, das reicht aus. Hier
sehen wir, da kommen wir schon in das Gebiet, wo mal Alien-Nester waren. Wie sieht's aus? Oh, ein bisschen zu weit. Ja, das sieht gut aus. Und die Masten können wir einsammeln. Und stattdessen gehen wir da mal nach unten und dann auch nach oben. Und wenn wir das ganze Gebiet mit Radaren abgedeckt haben, dann sollten wir auch in der Lage sein, die Nester, die da allenfalls drin sind, ein paar Würmer. Ich glaube, das schaffen wir. Immer in Bewegung bleiben. So dass uns die Würmer nicht treffen. Ja, so geht's nicht. Aber wir haben es fast geschafft. Laufen wir halt nochmals nach unten zu unserer Leiche. Und wir sollten da rankommen, und sobald wir das haben, sollten wir dann auch in der Lage sein, die letzten Aliens-Würmer da unten zu beseitigen. Ich glaube, es waren keine Nester mehr. Oder ein Nest noch. Ein Nest. Gut, dann gehen wir hier von dieser Seite ran. Beseitigen den Wurm erstmal und dann das Nest. Gut. Wäre das auch erledigt. Dann nehmen wir das Zeugs noch mit. Reparieren hier unseren einen Turm. Packen die restlichen wieder ein. Und dann, wo stehen wir? Wir müssen noch etwas weiter runter.
bis hierhin. Dann brauchen wir Strom. Wählt sich genau aus. Gut, einen Quadrant haben wir abgedeckt. Fehlen nur noch die anderen vier. Das sollte ohne große Probleme machbar sein. Das war das letzte Radar. Und wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir, alles ist schön abgedeckt. Wahrscheinlich müssen wir hier in diese Richtung als nächstes erweitern, da wir hier die Verschmutzung bereits nahe am Radarrand haben. Da oben auch, und da ist dann auch schon das nächste Nest. Denke, das sind die beiden Richtungen, die wir im Auge behalten müssen. Aber ich mache mich auf den Weg zurück in die Basis, wo ich mir überlege, was wir denn so als nächstes machen. Wir sind immer noch mit der Forschung beschäftigt Richtung die Biotechnologie, sodass wir die Biomasse, die wir von den Alien-Nestern bekommen, auch selbst herstellen können. Ich denke, längerfristig oder mittelfristig sollten wir da mal Richtung Uran gehen, dass wir Uran anreichern können, und sobald wir Covarex haben, können wir auch auf Atomstrom umsteigen. Denn mit den zusätzlichen Radaren brauchen wir einiges mehr an Strom, sodass ich gleich nochmals zwei Dampfkessel mit angeschlossen habe. Und wir sehen, Topverbraucher sind die Radare, und dann kommen die Miner. Fast nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Radare, die wir hier benötigen. Aber ja, das war's für heute. Hier immer einen Blick drauf auf unser Erzfeld, wenn wir da irgendwelche Miner dran haben, die nichts mehr fördern. Dann setzen wir die um, sodass wir das ganze Feld abminen können. Und wie es aussieht, haben wir hier ein bisschen Verbrauch an Stein. Das ist gut, denn auch das Feld muss weg. Und hier scheint sich die Kohle zu stauen. Wir haben zu wenig Eisenerz, als dass wir alle Höfen befallen können. Und insofern macht es dann auch keinen Sinn, die durch die besseren Öfen zu ersetzen. Denn wenn wir nicht genügend Material haben, um zu schmelzen, dann nützt es auch nichts, wenn wir doppelt so schnell schmelzen könnten. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich sehe euch das nächste Mal wieder. Also bis dann und tschüss!